Das ist mit diesen, dieser Senkrechtstarter komische etwas. Werde ich so sauer. Jetzt. Gut, dann fahre ich halt da lang. Ja, das Ding könnte man verkaufen, ne? Das, was ich habe. Was? Ja, diesen Ural-ähnlichen. Ja, ja, weiß ich, aber allzu MTV oder sowas, was weiß ich. Ja, ich weiß, dass wir nicht so viel bekommen werden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das will ich, deswegen will ich ein Flugzeug haben, aber. Oh! Hab eins! Noch 4000 gelobt, Meter. Gelobt seien meine Gebete. Ja, super, ich. Oh. Weißt du, was ich für ein Flugzeug gefunden habe? Na? Die ganz große Variante mit den 4 Propellern. Oh, na, wie willst du denn den zum Airport kriegen? Das Problem ist, der schaut alleine schon mit der Nase in den Wald. Oh. Aber dafür gibt es bestimmt richtig Fettkohle. Vielleicht kann ich ihn dort rausziehen. Ah, Auto ranhängen. Ich habe ja jetzt so einen dicken Ural. Da müsste ich doch irgendwas abschleppen können. Oh. Hast du eine Toolbox? Irgendwas war da, ne? Hm. Muss mir natürlich alles gleich wieder kaputt machen. Super! Na, musst du auf mich warten, bin ja bald da. Ich habe ja eine für dich. Echt? Hm. Gott, bist du gnädig. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Weil ich glaube kaum, dass ich so ein Riesenflugzeug da. Ne, ich kann da gar nichts machen. Ne. Kann dir nichts machen, muss ich stehen lassen. Schön war's mit dir, Flugzeug. Den würde ich dann niemals rausbekommen. Ja, ja, mein Sprit ist gleich alle. Jetzt fahre ich mal hier einfach Feldwege. Du kannst ja eigentlich Novi Subor markieren. Nee, ich habe ja direkt den Airport markiert. Achso. 3000 Meter noch. Jetzt fahre ich mal durch die Walachei. Vielleicht finde ich ja auch noch mal vielleicht was Besseres. Also ich habe einen Humvee gefunden mit einem MG oben drauf, aber lässt sich ja nicht verscherbeln. Hm. Aber das müssen sie endlich mal machen hier, auf dem Server. Oh ja, die Kacke hier, dass man alles verkaufen kann. Erinnerst du dich noch an die kleine Basis, wo wir waren mit den 2 Panzern? Hm. Mit unseren beiden? Ja. In der Nähe vom Airport? Ja, dort bin ich. Ich suche nämlich die ganze Zeit irgendein scheiß Flugzeug. Und eins, das nicht mit dem Gesicht in den Wald gedreht ist. So, mal aufmachen. Ja, alles leer. Alles leer. Schon wieder leer. Und wieder leer. Und wieder leer. Schön, so mag ich das. Meinst du, ich muss jetzt echt hier ein paar Minuten bleiben? Mhm. Ich glaube nicht in Ordnung. Ach, das ist blöd. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, hier ist nirgends irgendwas. Ah! Ja, Leute, wir haben die Tage Infestation mal wieder gezockt. Infestation, oh ja. Ja. Das heißt, gestern. Ja. Ey, ich hab so eine Waffentasche gefunden. Yay! Ja, wir haben da auf jeden Fall gezockt und. Oh, Leute, das war übel. Das war übel. Wir sind nicht gestorben. So viel schon mal vorweg. Wir haben beide einen Night Stalker gefunden und. Also eine, so eine Scar. Mit der blauen Tarnfarbe. Genau. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, hat mal wieder Spaß gemacht, also muss man schon sagen, das spielen wir vielleicht, ja, jetzt öfter mal. Öfter mal, ja. Ein bisschen schauen. Es soll ja jetzt auch da
diese Buggies da geben und so eine Panzerfahrzeuge. Hatten wir gestern zwar nicht gefunden, aber ich habe das schon mal in so einem anderen Video gesehen, dass es die jetzt da gibt. Also ich drehe hier... Oh nö, wie komme ich jetzt raus? Zombie, kannst du mal bitte auf Seite gehen? Wäre ziemlich cool von dir und ziemlich sozial. So, ich bin Dankeschön. Ich bin beim Airport. Echt? Du bist aber schnell. Mhm. Komm sofort. Oh, 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 da ist was. Was ist das? Bitte sei gut, sei lieb zu mir. Ja, super. Irgendwas, das ich nicht brauche. Cool, das mag ich. Aber hier spawnt wirklich so nach und nach der ganze Scheiß. Ja, ich habe eine Night Vision. Es braucht aber ätzend lange, bis alles da ist, ne? Ja. So, wo warst du jetzt auf dem Airport? Ich komme sofort. Ich bin jetzt hier unten bei der ersten Waffenhütte sozusagen. Okay. Wo der Brunnen ist, weißt du? Ja. Oh, 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 ich habe ein Problem. Au, 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 au. Ich komme hier nicht mehr raus. Au. Oh. Lieber Herr Zombie. Nein, hier war es nicht. Nein, geh weg bitte. Hallo, aua. Au. Oh, Daniel, ich komme hier nicht mehr weg. Na, wo bist du? Ich bin gefangen in der Waffenbaracke. In welcher? Ja, super, hallo, lass mich mal vorbei, du Spast. Oh, Entschuldigung. Zombie? Ja, stellt er sich mir im Weg und ich komme nicht mehr raus. Und dann vermöbelt er mich. Aber bist du da hinter der Feuerwehr, die eine Waffenbaracke oder was? Nee, ich bin bei dieser einen Basis, wo wir da waren. Ach so, da ganz hinten. Dann komme ich mal hingefahren. Oh, was für ein Arsch ist das gewesen? Ja, super, blutig jetzt wie blöde. Gut, ich habe eine Waffe gefunden. Jetzt kann er sich mir noch meinen Weg stellen, der Arsch. Dem erzähle ich was. Und im Medizelt kommt auch nichts. Was ist das denn, Leute? Ich könnte weinen, ehrlich. Es gibt so Momente, da könnte ich einfach anfangen zu weinen. So, du verdammter Zombie. Bam! Gibt's hier gar nicht. Ja, ich komm gleich, ich komm. Auf der Wiese hier, wo ich hinten jetzt bin, am Ende vom Airport, da ist ja gar nicht diese ganzen Zelte. Ja, muss weiter in die Richtung tuckern. Echt? Hinter der Mauer noch? Ja, tucker mal weiter. Auf der Straße? Da ist ein kleiner Waldweg links runter. Links. Alter, hier ist einfach. Ich blute immer noch. Kann das mal aufhören? Hallo, ich sehe nichts mehr. Ach, da hinten. Oder? Komm mir angedüst. Habe ich hier drin eine Karte? Nein, ich habe keine Karte. Aber man muss hier wirklich außerorts fahren, damit man irgendwas findet. Ich meine, an guten Fahrzeugen. Also von meinem MTVR ist der Sprit gleich alle. Und ich fahre jetzt schon wieder eigentlich zurück. Bin gleich da. Mein Auto möchte, glaube ich, bloß nicht mehr. Oh, ich blute immer noch. Kann sich die Wunde nicht mal langsam schließen? Hat der mir auf die Fresse gehauen, ehrlich mal. Oh, das Auto hat keine Reifen. Ja, wie soll ich denn jetzt... Ah, mein Auto ist gleich leer. Ob du das schaffst bis auf den Flugplatz? Ich habe ja ein Auto. Ich gebe mein Bestes. Ich bin ja hier am Ende. Ich weiß aber nicht genau, wo das mit den Zelten sein soll. Komm Auto. Gib Gummi. Scheiße. Nein. Und ich blute immer noch.
Komm, Junge, das schaffst du. Ah, ich habe aufgehört zu bluten. Haha. Super, jetzt habe ich schwarz-weiß. So mag ich das. Wo ist er? Ich glaube, ich laufe richtig. Hörst du was rufen? Nö. Hörst du was schießen? Nö. Oder warte mal, ich schieß mal jetzt. Nö. Aber ich hatte hier gerade... gerade was gesehen hier vorne. Doch, ich laufe richtig. Ah, ich muss halt jetzt ein bisschen marschieren, weil mein Auto meinte jetzt zu streiken, ne? Ach, scheiß Karre, auf nichts kann man sich hier verlassen. Zombie, ich warne dich, geh mir ja nicht auf den Sack. Oh, bei mir ist so ekelhaft schwarz-weiß. Bin ich nicht schön. Ja, du musst mir dann auch ein Bloodpack geben. Hast du welche? Ja, ja. Oh, Halleluja, gelobt sei Farbe. Oh, jetzt verfolgt mich die Pissnäcke auch noch. Hast du noch in die Richtung? Hast du noch weit bis zum Airport? Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht weit. Ich muss erst nur den Weg dorthin finden. Guck mal. Nee. Ja, nix. Ich marschiere. Und ich marschiere. Hier gibt's ja auch eine Krankenstation beim Airport. Echt? Mhm. Daniel, warum finden wir kein Flugzeug? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal den Safe hinstellen, was reinpacken und gucken, ob es den Restart überlebt. Ja. Nicht, dass wieder alles weg ist. Das stimmt. Aber wenn der Safe dann den Restart überlebt, dann haben wir eigentlich gewonnen. Ha, ich habe den Weg gefunden, den ich gefahren bin. Ich komme im Schritttempo. Ich bring ein bisschen Besuch mit, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Ach. Mein lieber kleiner Zombie-Freund, mein lieber kleiner Zombie-Freund, ich hasse dich wirklich. Ja, Hauptsache, der gibt nicht solche blöden Geräusche wie der andere. Ich wurde heute nämlich knapp 5 bis 10 Minuten lang verfolgt und jedes Mal diese blöden Geräusche. Alter, hat er jetzt angefangen, ja. Warte. Ja, ich geb dir gleich. Hau ab. Hör auf. Oh, ich hab dich gewarnt, Freund. Ah, der will mich. Hilfe. Dass ich den nicht erwischt hab. Guck mal. Hupst du schon? Ja. Na scheiße, ich muss immer noch laufen. Ah. Tüft dich doch langsam mal am Airport raus. Ja, ich komme jetzt gleich raus. Oh, du Zombie. Ey. Daniel, bitte. Tu was, hilf mir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich krieg hier die Krise mit dem. Das ist ein Arsch vom Feinsten. Oh, hat er mir gerade irgendwas angezeigt? M. M? M? M ist gut. Ja, irgendwo da hinten. M ist gut. Oh, bitte, Zombie, hallo. Was bist du denn für ein Arsch? Hey, da ist mein weißes Auto. Geil. Oh, Daniel, ich bin gleich da. Ach, das weiße Auto auf der anderen Seite bist du gewesen. Hä? Na, ich weiß, da stand so ein kleines weißes Auto, so ein älteres, so ein Volga oder so, ne? Nee.
Ach, betitelt er den Jeep hier als M?